herzlich willkommen zu einem neuen, sehr aufregenden Video von mir. Ich glaube, das ist das coolste Video, was ich je gedreht habe, also mache ich auf was gefasst. Er ist wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir holen heute unseren Welpen ab. Wir sind schon seit 6.15 Uhr, 6.30 Uhr sind wir schon unterwegs und machen uns auf den Weg nach Berlin, weil wir da um 10 Uhr den Termin bei der Züchterin haben. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich konnte auch gestern Abend nicht gut einschlafen und ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig realisieren, dass sie heute einfach zu uns kommt, weil das noch so weit weg schien, weil ich weiß, es ist schon seit 8 Wochen und musste die ganze Zeit darauf warten, bis dieser Tag kommt und jetzt ist er da und ich kann es noch gar nicht so richtig realisieren. Auf jeden Fall weiß ich noch nicht, ob ich euch bei der Züchterin auch richtig mitnehmen kann, aber auf jeden Fall melde ich mich zwischendurch und blende vielleicht ein paar Videos ein und so. Weiß ich noch nicht genau, wie ich da filmen kann. Wir haben unsere Transportbox schon gepackt, die zeige ich euch gleich. Wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Berlin. Wir sind ungefähr in einer Stunde da, haben eben noch kurz gefrühstückt an der Raststelle. Und ja, ich bin einfach unfassbar aufgeregt, Leute. Und ja. So Leute, hier ist ein bisschen laut. Wir sind gerade an der Raststätte. Ich wollte euch noch schnell unsere Transportbox zeigen. Auf jeden Fall haben wir hier oben in der Tasche Leckerlis für die kleine Maus eingesteckt. Muss ich gleich mal die Züchterin fragen, welche da besser sind. In der Seitentasche haben wir hier ein Pipi-Pad und natürlich das Wichtigste, ihren Anhänger mit ihrem Namen. Das kommt an ihr Geschirr. In der Transportbox war, als ich sie gekauft habe, schon diese Schäfchenunterlage. Ich habe jetzt aber trotzdem noch 2 Welpendecken reingelegt, diese rosane und die beige, damit es einfach ein bisschen kuscheliger für sie ist. Als Stofftier haben wir das Schweinchen mitgenommen, so einen kleinen Knochen. Einen kleinen Ball, der so eine Klingel drin hat. Ein Schnulli mit einem Bären drauf für die kleine Maus. Und ich habe noch unsere Trinkflasche to go mit, falls sie auf dem Rückweg Durst bekommen sollte. Die nehme ich natürlich raus, falls ich sie hier reinsetze. Ich denke aber, dass ich die kleine Maus eh auf den Schoß nehmen werde, von daher. Aber ich wollte erstmal so alles mitnehmen und euch das kurz zeigen. So Leute, wir sind jetzt fast da. Ich glaube, ich war seit 5-6 Jahren oder noch länger nicht mehr so aufgeregt. Ich komme gar nicht klar. Mein Bauch kribbelt, ich habe schwitzige Hände. Das ist einfach echt der Hammer. Und wir sind jetzt genau in 2 Minuten da. Wir haben noch Blumen für die liebe Isabel besorgt. Ich bin jetzt ganz aufgeregt, weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe heute extra keine Mascara drauf gemacht und keine Wimpern und so, weil ich jetzt schon weiß, dass ich gleich erstmal heulen werde, wenn ich den Hund sehe. Ich habe schon richtige Muttergefühle. Leute, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber ja, auf jeden Fall haben wir noch schöne Blümchen besorgt, sind hier sofort da und jetzt geht's los, Leute. Ich bin excited. Seid ihr so fein? Ja. Kleine Maus. Ja, die kannst du bis zum Schluss haben, aber es ist keine neue kommen. Hier ist was los. Mutti nimmt schon hier das Körbchen unter die Lupe, ob das alles so richtig ist. Und du? Das ist abgesegnet, ja. Heißt du das abgesegnet? Ja, feine Maus. Gut gemacht. Ja. Jetzt haben wir schon am Spielen. Auch so fein? Und ihr habt 12 verschiedene? Nein.
So Leute, wir waren gerade noch anderthalb Stunden bei der Züchterin und sind jetzt wieder im Auto. Ich habe gerade erstmal geheult, als ich sie auf den Schoß bekommen habe. Wir haben eben noch den ganzen Papierkram gemacht. Sie hat uns gezeigt, wie wir sie kämmen müssen, wie wir ihre Augen sauber machen und ganz viele Sachen. Und jetzt sitzen wir im Auto. Eine kleine Madame futtert ja an meinen Fingern. Was machst du? Also auf jeden Fall hat sie, als wir ins Auto gegangen sind, ein bisschen gezittert. Aber ich glaube, das war einfach, weil ihr kalt war. Weil sie sitzt jetzt die ganze Zeit auf meinem Schoß und hat überhaupt keine Angst. Sind wir entspannt? Ja, oder? Hab sie auf so einer rosa Decke, den Winzling. Upsi, Kurve, ne? Das war jetzt ganz schön turbulent. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Und ich bin gespannt, ob sie gleich schläft oder ob sie gleich so eine Phase kriegt, wo sie Angst kriegt oder was weiß ich. Auf jeden Fall melde ich mich dann später nochmal, wenn wir zu Hause ankommen oder so. Und genieße jetzt erstmal ein bisschen die Zeit mit der kleinen Rabauken hier. Auf jeden Fall hat sie keine Angst und ist sehr gut dabei. Ist nicht am Zittern. Kannst du schön in Ruhe essen, ne? Oder? Die mag gar keine Burger, oder? Ob du direkt rauskommst, Madame. Natürlich. Bin mal gespannt. Was ist das denn? Na komm, Mausi. Erstmal gucken, ne? Kommst du mal? Ist das fein? Ja, hallo? Was ist das, der Dino? Im Garten und Madame, was hast du gefunden? Blätter? Ich habe jetzt gerade ihr Futter gemacht, bisschen Nassfutter mit bisschen Trockenfutter. Und hast du Hunger? Hast du Hunger? Hast du jetzt Hunger? Komm, komm, schnell! Scheint ihr zu schmecken, der kleine Maus. Was ist los? Was ist los? Pack ihn dir. Ja, fein. Was, mein Mops? So, Madame ist jetzt nach ihrem Frühstück ein bisschen müde. War schon mit ihr im Garten, da musste sie aber noch nicht. Und ja, ich lasse sie jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Na, da wird sie wach. Wenn sie dann wieder wach wird und hier rumläuft, dann gehe ich mit ihr nochmal in den Garten. Weil irgendwo muss das ganze Futter und Wasser ja hin, ne? Mausi. Musst du Pipi? Nee, okay. Ich glaube, sie will einfach in Ruhe schlafen da hinten. Dann lasse ich die kleine Mausi jetzt mal. Sag mir dein Stöckchen. Komm mal her. Ja, fein. Komm her mit deinem Stöckchen. Komm her mit deinem Stöckchen. Fein. Wie ihr seht, ist hier auf jeden Fall das komplette Welpenchaos ausgebrochen.
Aber es macht unglaublich viel Spaß und sie ist super angekommen. Sie hat nicht einmal geweint. Sie sagt sogar schon Bescheid und setzt sich hier vor die Terrassentür, wenn sie raus muss und Pipi macht. Wir haben es jetzt gleich 11 Uhr und sie hat heute noch nicht einmal in der Wohnung gemacht. Also das klappt super echt für den ersten Tag. Heute Nacht hat sie auch Bescheid gesagt, wenn sie raus musste. Und sie hat mich einmal um 12 und einmal um 5 geweckt. Und dann sind wir mit ihr rausgegangen und hat sie draußen auch ihr großes Geschäft gemacht. Also es klappt alles super. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr stolz auf die kleine Maus und bin einfach nur froh, dass alles so super geklappt hat. Und wir haben sehr, sehr viel Spaß hier zusammen. Ich melde mich zurück. Heute ist Dienstag. Sie ist seit Freitag da, also es ist der 4., 5. Tag, wie auch immer. Wir haben uns gut eingelebt und einander gewöhnt. Kleine liegt hier auch schon. Hallo. Die ist immer mit dabei. Ich habe mich gerade ein bisschen geschminkt, bevor ich hier für euch filme. Die Kleine saß mit ihrem Knochen auf meinem Schoß. Und hat zugeguckt, was ich mache. Immer bei allem dabei, ist super mutig. Gestern sind wir das erste Mal zusammen Auto gefahren. Wir hatten schon viel Besuch von meiner Familie oder von unseren Familien und von meinen Freundinnen zum Beispiel und so. Und es klappt alles wirklich super. Also sie geht total offen auf neue Leute zu. Trotzdem macht sie dann so kleine Spielpausen bei Mama, dass sie sich kurz zu mir setzt und dann geht's wieder los und greift sie wieder den nächsten an, wenn wir hier alle mit ihr spielen. Aber es klappt wirklich super. Auch das Stubenreinsein klappt schon relativ gut. Also nachts sagt sie mir Bescheid, wenn sie raus möchte. Und tagsüber stellt sie sich auch vor die Tür. Und dann, wenn ich halt gut aufpasse, sehe ich so, wir gehen jetzt in den Garten. Aber es klappt wirklich super. Ich bin unendlich glücklich mit diesem Hund. Haben uns alle schon sehr in sie verliebt. Und ja, Leute. Das ist einfach der absolute Hammer. Ich bin einfach glücklich, dass sie jetzt bei mir ist. Konnte es die ganze Zeit noch nicht so richtig glauben. Jetzt langsam gewöhne ich mich wirklich daran, dass sie jetzt immer dabei sein wird. Und wir üben ganz viele Sachen und so. Ich glaube, dieses Video ist jetzt schon sehr, sehr lang. Ich hatte kein richtiges Ende gedreht. Wollte jetzt mich nur ganz kurz melden. Also uns geht's gut. Es werden demnächst viele Vlogs kommen, wo die kleine Maus mit vorkommen wird. Werde jetzt gleich im Anschluss von diesem, was ich hier gerade aufnehme, auch noch ein Vlog filmen und sie mitnehmen. Wir haben ein bisschen was vor, aber das seht ihr dann in den nächsten Videos und ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Für mich war es ein sehr besonderes Video und ein sehr, sehr aufregendes Video und ja, dann würde ich sagen, ciao Kakao, schöne Grüße an eure Füße und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss!